So, herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Gameplay von Fallout New Vegas. Heute ist das Besondere, ich habe endlich nach langer Zeit diesen, ja, hier gibt es erstmal eine kleine Wüste auf der Karte, das ist die, der Eldorado Trockensee, ja, ich nenne es Wüste. Hier gibt es die Feuerameisen und das Besondere ist, es gibt auch irgendwo einen Ameisenbau. Was ist denn das zum Teufel? Achso, ja, okay. Hier gibt es auch einen Ameisenbau, die Feuermeisen können sich Feuer spucken, ist sowieso klar. Level Masters Online, da sind noch überall Viecher. Und auf den... sie haben das extra Graf Tod freigeschalten, aha. Das können wir uns gleich mal anschauen, was das ist. Ja, jetzt ist so Killcam, so hier, schauen wir mal kurz. 150 Erfahrungspunkte, okay, nicht schlecht. So, jetzt schauen wir hier. Fertigkeiten, nein. Extras, hier Graf Tod. Sie halten einen Schadensbonus gegen alles und jeden, weil ich so gerne alles und jeden töten. Cool. Finde ich schön. Finde ich gut, gefällt mir. Mal kurz hier um die Ecke schauen, weil die Viecher sind, können gefährlich werden. Töte ich das nicht? Warum treffe ich das nicht? Ah, jetzt. Also die Viecher sind, können gefährlich werden, wenn sie in Gruppen sind, dann ja, Vorsicht geboten, die sind Gefahr, das heißt, irgendwas hat mich gesehen. Was hat mich denn gesehen? Tot. Ich komme aber noch welche, weil mir wird Gefahr angezeigt. Mir wird Gefahr angezeigt, das heißt, hier ist ein Viech. Ich habe gerade schon mein Gesicht gesehen, das Viech fliegt in die Luft und dreht sich in der Luft und fällt irgendwie wieder um. Den Kopf schießen ist immer gut. Hä, warum ist denn der Scheiß? Eine scheiß wenig Prozent. Das sind die 90% ist Kopf. Gut. Ich brenne, sehe ich gerade. Au. Nachladen, komm, lad nach. Sie können echt mies sein. Lad nach. Ich brenne immer noch. Wow, das sind aber einige. Das sind jetzt einige, das sind vier Viecher. Wie soll ich das töten? Ach, das regt mich auf, diese Scheiße da. Ich habe eine besondere Waffe für sowas. Nein, die war es nicht. Die. Das ist eine Waffe, die lädt sich anscheinend. Ich weiß es selber nicht genau. Sie lädt sich einfach irgendwie auf. Und das ist dann endlich viel Schuss dann. Also die muss ich halt natürlich wieder aufladen nach einer Zeit. Und die ist ziemlich stark. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwie. Ach, wir treffen das Viech irgendwie nicht. Das ist genau, und das ist eine Laserwaffe, das heißt, die Viecher verbrennen irgendwie nix. Schon was irgendwie treffen können damit rum. Also, ich muss anscheinend so zählen, weil im Wattmodus ist es ziemlich schlecht, dass ich sowas mache. Also, ich kann einfach hier abschießen, schießen, schießen. Und jetzt muss ich sich erstmal wieder aufladen kurz. Ich hoffe, ich finde auch den restlichen Ameisenbau, bevor ich da so lange jetzt wieder rumlaufe und irgendwie die Viecher töte. So, jetzt muss ich mal den Cowboy-Repetier raus, weil es sind immer noch so viele Viecher. Weil im Bau drinne erwartet es eine schöne Überraschung. Ich möchte das mal vor erschrecken, wenn ich es gesehen habe. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was es ist im Bau drinne an sich. Hä? Okay. Ich sehe das Ding jetzt mit der Nacht, sehe ich die nicht mehr so richtig. So, der letzte goldene Schuss. Und daneben geschossen, jawohl. Soll ich mal wieder Medizin schlucken, Stimpack nehmen, sonst bin ich im Arsch. Zack. Das ist noch so ein Vieh. Da hinten. Schau, ob ich es treffen kann. Nein, daneben. Getroffen. Es ist tot. Da kommt noch ein Fair, sehe ich. Stufenaufstieg, darauf habe ich gewartet. Achso, ja, okay, erst wenn der Kampf vorbei ist. Boah, geht da nichts. Dann treffe ich das nicht da hinten, Mann. Alter. Gefahr. Oh oh. Kommt von der Seite noch irgendwas? Na, das sind nochmal solche Viecher, ey. Leck mich. Das sind echt zu viele.
kommst du hier jetzt auch mal vorbei. Vorsichtig und Feuer. Getroffen. Also ich bin nicht so gut im Schießen, nicht dass ihr euch denkt, ich bin so scheiße, ich bin sowieso scheiße, also von dem her ist wurscht. Ich muss kurz erstmal Sunset Brille trinken. So, damit ich zumindest hier ein bisschen aufladen. Ich sage natürlich, der Feuermeister Nektar sieht da rechts unten, das ist 35 Kronkorken wert, das ist schon gar nicht schlecht. Da haben wir den Kopf übrigens abgeschossen von dem einen Viech. Also ich will jetzt nicht zu lange aufhalten, ich will jetzt haben wir den scheiß Arm aus dem Bau runter. Na komm, Ameise, gib dein Bestes. Muss ich wieder hinknien, was ist die Präzision so scheiße? Na, also Kopf runter. Ach, hier kann ich aufsteigen. Okay, ich brauche Wissenschaftshöhe für eine Mission, deswegen mache ich jetzt mal Wissenschaft voll. Genau 55 brauche ich. Normalerweise kann ich ein Buch lesen, das riskiere ich jetzt aber erstmal nicht. Ich brauche nämlich 55, das ist diese Grüß mit die Flieger, Sonne, glaube ich heißt sie. Und da muss man Ghule, die müssen ins gelobte Land fliegen mit Raketen und so, und du musst denen halt helfen, bla bla bla. Und du musst halt die Navigationskarten neu einstellen, weil sie die mir verkackt haben oder weil die Technik so alt ist, und deswegen brauche ich Wissenschaft 55. Da haben wir noch andere Viecher, jetzt gehe ich jetzt mal da nicht hin. Weil ich einfach schnell eigentlich, ich wollte kein Steampack nehmen. Ich wollte weiter trinken. Mann. So. Jetzt schauen wir mal weiter. Da war dieses komische Ding hier. Da haben wir schon eingesammelt, oder? Nein. Nicht. So. Das ist viel. Also nur zum Vergleich mal. Das bin ich. Das ist eine Feuerameisen-Soldat. So. Jetzt muss ich nur kurz den Baueingang finden. Der muss hier irgendwo sein. Da ist noch eine tote Ameise. Das könnte da sein. Hier könnte der Eingang sein. So wie das ausschaut. Und jawohl, hier ist der Eingang. Wir müssten irgendwie reinkommen. Da müsste normalerweise, sollte hier angezeigt werden. Jetzt sind wir kurz mal. Es ist ein Stein hier. Da ist noch so ein Viech. Jawohl, ich bin gerade versteckt. Das heißt, ich kann abschießen. Warum treffe ich es nicht? So, jetzt. Letzte Viech, da gehen wir in den Bau rein. Oh, erwischt. Das sieht mir aus wie eine fette Spinne raus, aber. So. So, jetzt schaue ich mal, ob man da irgendwie rein kann. Da muss man irgendwie reinkommen können. Das habe ich schon mal geschafft. Erstmal natürlich einspeichern, bevor es zu spät ist. So. Wie kommen wir jetzt da rein? Wo kann ich da jetzt nicht rein? Hä, vielleicht in den Dynamit dabei oder so? Jawohl, ich habe Dynamit dabei. Nein, nicht Dings wechseln. Ich will Dynamit nehmen, wenn wir uns in die Luft jagen. Normalerweise müsste hier so eine Anzeige kommen, Ameisenbau betreten und so, aber irgendwie gerade. Du gehst mal direkt da drauf. Warum geht das nicht? Warum kann ich da nicht rein? So ein Scheiß. Leck mich doch. Ich habe mich zwar ein bisschen selber in die Luft gejagt, aber. Vielleicht muss auch erst alle Viecher töten. Ich glaube es eigentlich nicht, weil ich habe schon mal geschafft, aber irgendwie. Alter, das regt mir die Tüte auf, dass man nicht rein kann da. Ja, ja, spuck mich nur an. Mann. Da, ja, verreck. Ich will meinen Cowboy repetieren. Das ist der einzige Eingang zum Teufel nochmal. Es gibt keinen anderen. Ach man, dann spackt das Spiel schon wieder richtig oder was. Oder das ist doch nicht der Eingang und ich bin nur ein dummes Kind und habe den falschen Eingang genommen. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen rumschauen. Aber es war schon die Stelle. Es gibt keine andere Stelle. Schau mal hier über die Viecher rum. Mann. Ey, das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Da ist nur so ein Scheiß hier noch. Jetzt gehen wir zu den größeren Felsen mal hin und schauen mal da rein. Vielleicht kann man doch nicht rein, vielleicht haben sie es gepatcht. Normalerweise erwartet uns da eine Überraschung. Wegbrennen kann ich es nicht, habe nichts zum Brennen dabei, Dynamit eigentlich, aber keine Ahnung. Vielleicht da irgendwie, weil das sieht so groß da aus. Das ist Helios One, das ist ein Kraftwerk. Das hilft mir jetzt aber auch nicht viel. Nee,
Das ist nur ein Fels. Das ist nur ein Fels. Alter, das regt auf. Was ist das? Das ist wie diese komischen Stahlplatten am Boden oder was ist das? Noch der Aschehaufen von Ameise. Ja, sie liegen hier überall rum, die Leichen, aber was ist dann das? Auch wie so ein dreckiger Fels oder was? Kein Gegner in der Nähe? Nein. Nö. Hier vielleicht? Oder war es das von vorher? Ah! Tunnel, kein Zugang? Warum nicht? Warum habe ich da keinen Zugang jetzt? Tunnel, kein Zugang. Ihr seht es unten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kein Plan. Weiß ich nicht. Ich schaue mich jetzt noch mal kurz noch ein bisschen um. Also, ich verstehe es nicht, wo ich sie. Lass mal hier mal reingehen, da in den Ameisentunnel. Ja, noch so ein Vieh, ich komm her. Also, ich kann mal bei Google, kann ich mal schauen, ob man da irgendwie reinkommt. So. Ja, ich bin tot, das geht noch gegen mich. Hier muss man doch erst alle töten und dann reingehen, aber ich glaub's nicht. Warum geht es irgendwie so langsam gerade? Kein Zugang. Ich bin ja zwar auch stehe auf dem Loch, aber ich falle nicht rein. Ach komm, Alter, leck mich doch am Arsch. Hier geht's ja gar nicht rein, haben wir vorhin gesehen. Nö. Gehe ich noch mal weiter ein bisschen. Das war jetzt das andere Loch. Wo war jetzt das andere Loch? Hier und hier war das andere, wo kein Zugang war. Genau. Das heißt, hier schon mal ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter schon. Das ist, haben wir schon aufgesammelt. Da vorne schaue ich mal vorbei, was da ist. Also ich dachte nicht, dass man es alle töten muss. Das ist ein fetter Truck, ein kaputter. Das hilft mir auch nicht viel. Kugelkaktusfrucht. Das hilft mir eigentlich einen Scheiß jetzt gerade im Moment. Hier war mal ein paar am Campingplatz, glaube ich mal. Hier ist noch eine Dings. Japalene, Schoten. Mann. Ja. Also. Ich würde sagen, das war jetzt erstmal das Video. Ich habe ein paar Ameisen gekillt. Ich habe den Eingang gefunden, konnte nicht rein. Ich werde, wenn ich es rausfinde, nochmal ein Video machen, mit wo ich da rein kann. So, ja, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, weil da steht Zugang, kein Zugang da. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin zumindest aufgestiegen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Immer gerne einen Daumen hoch geben, wenn es euch doch einigermaßen gefallen hat. Kamera spackt. Und das Abo natürlich kostenlos. Also, bis zum nächsten Mal.